Du suchst verzweifelt nach Hilfe für deinen Tinnitus. Tinnitus ist letztendlich ein Krankheitsbild oder ein Symptom, welches sehr, sehr quälend und hartnäckig ist und eigentlich nur wenige Behandlungsansätze erfolgreich sind. In diesem Video möchten wir dir einen interessanten Behandlungsansatz über Neurotransmitter vorstellen. Denn dieser Ansatz hat in einigen Studien tatsächlich zu guten Behandlungsergebnissen geführt. Mein Name ist Tobias von Knob und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und ich würde sagen, wir starten direkt in das Thema rein. Denn die Hauptproblematik bei einem Tinnitus ist, dass eigentlich das medizinische Verständnis dafür noch nicht wirklich geklärt ist. Was allerdings bekannt ist, dass es zwei Medikamente gibt, die nachweislich einen Tinnitus verbessern. Und zwar ist das einmal Gabapentin und zum anderen Klonopin. Und beide Medikamente sind sogenannte GABA-Agonisten. Das heißt, dass sie im Gehirn GABA erhöhen. Und es gibt Studien, die nachweisen, dass viele Tinnitus-Patienten einen erniedrigten GABA-Spiegel haben. Und im Gegenzug zeigen Studien auch, dass ein anderer Neurotransmitter bei Tinnitus-Patienten meistens erhöht ist, und zwar ist das Glutamat. So, jetzt habe ich dich bestimmt schon verloren bei diesen Begriffen. Das heißt, wir klären erst einmal, was GABA überhaupt ist. GABA ist ein sogenannter hemmender Neurotransmitter. Das heißt, es bewirkt im Grunde eine Verlangsamung des ZNS, also des zentralen Nervensystems. Da ein Tinnitus eine Hypersensitivität dieses ZNS ist, also eine quasi Überreaktivität, daher könnte man sich ja vorstellen, dass GABA eigentlich eine ganz sinnvolle Wirkung auch auf das ZNS hat, nämlich indem es dämpft. Was macht hingegen Glutamat? Im Grunde genau das Gegenteil. Es stimuliert die ZNS-Aktivität. Wie kannst du jetzt dieses Wissen für dich und deinen Tinnitus nutzen? Sinnvoll wäre natürlich dann erst einmal GABA zu erhöhen. Das Problem ist, dass die oben genannten Medikamente, die GABA eigentlich erhöhen sollen, häufig viele Nebenwirkungen haben. Daher ist es möglicherweise besser, GABA über Nahrungsergänzungsmittel zu dir zu nehmen. Hier ist allerdings die Schwierigkeit, dass viele GABA-Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel die sogenannte Blut-Hirn-Schranke nicht passieren können. Das heißt, du würdest die Kapseln zu dir nehmen, aber letztendlich kommt eigentlich nichts an. Die Lösung für dieses Problem ist ein anderer Komplex und dieser nennt sich Taurin. Taurin ist eine Aminosäure und außerdem ist Taurin eine Vorstufe von GABA und kann letztendlich zu GABA umgewandelt werden. Und das Beste daran ist noch, dass Taurin im Gegensatz zu GABA selbst die Blut-Hirn-Schranke passieren kann. Solltest du jetzt Taurin zu dir nehmen, ist es wichtig, dass du es möglichst auf nüchternem Magen zu dir nimmst, weil ansonsten konkurriert das Taurin mit anderen Nahrungsmitteln oder mit anderen Nährstoffen um die Aufnahme. Und natürlich die weitere Maßnahme, neben GABA eigentlich zu erhöhen, wäre natürlich Glutamat zu verringern. Das heißt, du solltest möglichst Lebensmittel, die viel Glutamat enthalten, vermeiden. Und das betrifft im Grunde eigentlich hauptsächlich Fastfood. Es gibt aber auch noch andere Glutamatquellen, die du meiden solltest. Das wäre zum Beispiel Sojasauce, sogenanntes Sojaproteinisolat. Das ist häufig so in Eiweißshakes enthalten. Das gleiche gilt für Calcium-Caseinat. Das ist auch häufig in Sportlernahrung enthalten. Hefeextrakt, hydrolysiertes Protein. Auch das ist häufig in Proteinpulver, das sogenannte Whey-Protein. Da ist das vermehrt enthalten. Und Aspartam, das ist ja ein Süßungsmittel. Also versuche diese Nahrungsmittelinhalte zu vermeiden. So, ich hoffe, dieser ganz andere Behandlungsansatz für das Thema Tinnitus war interessant für dich. Falls du unsere Arbeit unterstützen möchtest, wenn dir die Inhalte gefallen, dann freuen wir uns natürlich riesig über ein Like und ein Abo. Wenn du Quellen zu den Studien haben möchtest, die packen wir dir einmal unten in die Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dann, tschüss!